Ja, zuerst möchte ich ganz herzlich gratulieren den Veranstaltern, die ja zum ersten Mal diesen Charity-Lauf im Friedberg jetzt durchgeführt haben. In der Bundesrepublik gibt es an verschiedenen Stellen solche Läufe, in Wiesbaden und an anderen Stellen. Und jetzt auch die Premiere hier in Friedberg. Und dazu herzlichen Glückwunsch und vor allen Dingen herzliches Dankeschön an die vielen Helfer, die das mitorganisiert haben, die ganze Gemeinde, die sich hier engagiert hat und wirklich eine perfekte Organisation auf die Beine gestellt hat. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und natürlich auch danke für all die Menschen, die heute hier mitgemacht haben. Das heißt, die am ersten Charity-Lauf in Friedberg teilgenommen haben. Sie sind die, die immer sagen können, ich war beim ersten Mal dabei. Also wenn der 100. dann stattfindet, werden Sie ja auch da noch eingeladen und sagen, ich war damals schon dabei. Also es ist immer so, wer anfängt, dann fängt man mitunter klein, aber Sie haben gleich groß angefangen mit so vielen Teilnehmern, über 80 Teilnehmern, das ist schon ganz gigantisch und ich denke, das wird sich auch weiter rumsprechen und ich wünsche mir wirklich sehr, dass es nicht der erste und einzige ist, sondern dass noch viele von diesen Läufen hier dann in Friedberg folgen werden. Das ist ja etwas Besonderes, es ist nicht einfach nur ein Lauf, sondern es ist ein Lauf für einen guten Zweck. Die Jugendorganisation der Ahmadiyya suchen sich ja fast immer lokale Dinge auch aus und immer wieder für Menschen, die es sonst mitunter schwer haben. Also hier geht es ja auch zum Beispiel um die Hockstädter Werkstätten, also wo behinderte Menschen Arbeit finden können. Und das finde ich was ganz Besonderes, dass man, wenn man selbst Sport treibt, wenn man selbst so agil ist, aber auch immer an andere denkt und sich auch für andere einsetzt, besonders für die, die es nicht so leicht haben. Sie haben heute hier mit einer wunderschönen Sure aus dem Koran begonnen. Als Christ möchte ich Ihnen noch ein kleines Wort, was heute für diesen Sonntag bei uns in der evangelischen Kirche wichtig ist. Da ist ein Zitat von Jesus, der sagt, ihr sollt den Menschen helfen, den Blinden, den Lahmen, die nicht gehen können, die euch nichts zurückgeben können. Ihr sollt nicht denen helfen, die... ja, von denen ihr was zurückerwartet, wo ihr sagt, na, wenn ich dem helfe, kriege ich ein schönes Geschenk oder sowas, sondern helft denen, die euch nichts zurückgeben können. Und da sind wir uns schon wieder sehr einig in dem, was wir gemeinsam tun. Ich möchte ausdrücklich auch generell die Ahmadiyya-Gemeinde, aber besonders die Ahmadiyya-Jugend beglückwünschen für ihr Engagement in unserer Gesellschaft und für andere. Was sie da tun, ist ganz wunderbar, denn eine Religion ist natürlich etwas für einen selbst, aber es ist auch etwas für die Gemeinschaft, in der man lebt, in dem Staat, in der Gesellschaft, was man zurückgibt. Und die Ahmadiyya-Gemeinde gibt wirklich viel zurück und dieser Lauf, den sie organisiert haben, der für einen guten Zweck ist, ist auch ein Zeichen dafür. So viel der Worte. Ich habe natürlich auch eine Kleinigkeit dabei, will ich auch diesen guten Zweck noch unterstützen heute. Ich habe nicht selbst gelaufen, da will ich wenigstens was bezahlt haben. Und jetzt, glaube ich, freuen sich alle drauf. Wir haben ganz viele Leute, die Preise gewonnen haben, die jetzt hier geehrt werden. Es war ein tolles Event.